Hallo, heute ist wieder ein Tag der Freude, denn wir haben unser neues Teelichtofenmodell Premium rausgebracht. Wir haben insgesamt ja schon drei Teelichtöfen entwickelt. Einmal unser Original, der aussieht wie eine kleine Stehlampe. Dann den Leuchtturm, den wir auch angemalt hatten. Und jetzt haben wir unseren Premium-Teelichtofen rausgebracht. Hier wurden Wünsche umgesetzt, wie zum Beispiel die Wärmeplatte oben, dass man was draufstellen kann. Und dass die Teelichter ein bisschen hochgelagert sind und hier schützend in dem Ofen drin liegen. Dass, wenn man ihn jetzt transportiert, dass die Teelichter hier schön schützend drin bleiben und nicht abrutschen können. Das hat auch noch einen Sicherheitsplus. Und wenn man sich mal die drei Modelle anguckt, dann sieht man, dass man hier bei unserem Premium-Modell die flachen Teelichtofentöpfe verwendet haben und dadurch das Ganze vom Design sich jetzt von unten nach oben widerspiegelt. Und einfach schön aussieht. Man kann jetzt zum Beispiel eine Tasse, wenn die unten hohl ist, nicht jede Tasse passt drauf, aber wenn die unten ein bisschen hohl ist, kann man die hier oben drauf stellen und zum Beispiel seine heiße Schokolade oder seinen Tee oder seinen Kaffee da oben warm halten. Und wenn die Kanne hier zum Beispiel unten eine kleine Aushöhlung hat, dann kann man sogar die Kanne drauf stellen. Jetzt geht die Wärme schön nach oben und hält den Inhalt dann da drin warm. Wir haben bewusst auf die Zweitopfmethode bei dem neuen Modell verzichtet, weil die Wärmespeicherung jetzt über die Sachen erreicht wird, die oben drauf stehen. Die ganze Energie soll jetzt in die Wärmeplatte reingehen, dass man die Sachen da oben schön warm halten kann. Außerdem hat es den Vorteil, dass alle drei Modelle mit dem Hängeset kombinierbar sind. Ich kann jetzt diese Mutter austauschen und kann das Ganze dann oben noch anhängen. Das sieht dann so aus. Und wer jetzt zum Beispiel Haustiere oder Kinder hat und damit nicht möchte, dass er gegen die heißen Kerzen kommt, kann jetzt mit der Kette das Ganze ein bisschen hochmontieren und dann hier sicher aufhängen mit dieser. Hier sieht man es nochmal, wie einfach das Ganze raufgeschraubt ist und dann hängt es richtig schön sicher. Jetzt schaut euch mal die schöne Dekoration an. Draußen ist ja heute eigentlich ein verregneter grauer Tag und wir haben es hier drin richtig gemütlich gemacht. Einfach mit ein paar Kristalle, die man ja jetzt hier oben in den Teelichtofen einfüllen kann. Sieht richtig schön aus. Könnt ihr euch das zu Hause ganz einfach nachmachen. Hier haben wir sogar Kaffeebohnen eingefüllt. Die werden jetzt natürlich auch richtig schön warm und der Duft verteilt sich im ganzen Raum. Ihr könnt die Kristalle hier mit Aromaöl einsprühen und dann mit eurem Lieblingsduft, der sich dann mit den Kerzen, mit der Wärme im Raum verteilt. Bei dem Modell hier habe ich ein Kirschkernkissen draufgepackt und das wird jetzt auch warm. Dann kann ich es mitnehmen oder kann die Steine hier mitnehmen. Die werden jetzt auch richtig schön warm. Also ihr seht, ihr habt so viele verschiedene Möglichkeiten mit dem Premium-Teelichtofen-Modell. Und damit ihr seht, dass es auch richtig schön warm wird, mache ich jetzt nochmal eine Temperaturmessung mit meinem digitalen Messgerät. Ich habe jetzt hier eine Raumtemperatur von 20 Grad und habe eine Oberflächentemperatur von 62 Grad. Und mein Ziel ist es nicht, jetzt mit dem Teelichtofen den Raum zu erwärmen, sondern ich möchte einfach das Ganze hier ein bisschen gemütlich haben. Und wenn ich hier vorstehe, vor den ganzen Teelichtöfen, dann wird es richtig schön warm, weil die Strahlungswärme einfach angenehm ist. Und umso weiter ich jetzt mit dem Messgerät hier hochgehe, umso wärmer wird es. Bis wir letztendlich hier oben an der Wärmeplatte angekommen sind und hier über 70 Grad haben. Ich kann hier auch reinmessen. So, und euch mal zeigen, dass die Steine auch noch über 40 Grad haben. Und diese ganze Wärme wird jetzt hier Richtung Mensch abgegeben. Das ist der große Vorteil von dem Teelichtofen, wenn man sich in der Nähe aufhält, dass man diese Strahlungswärme eben empfängt. Und diese ganzen Teelichtöfen zusammen geben die Wärme nach oben ab. Und da ich sie vom Fenster platziert habe, ist es wie bei so einem Kaufhaus, so eine warme Luft, wenn man reinkommt, dass eben die Wärmesäule hochsteigt und die kalte Luft vom Fenster nicht einfach in den Raum reinfällt. Und das macht dann schon was aus, dass man eben sich zu Hause, ohne jetzt so viel zu heizen, trotzdem wohlfühlen kann,
weil die kalte Luft nicht so in den Raum reinfällt. Das sind die beiden großen Vorteile vom Teelichtofen, dass man sich davor schön aufwärmen kann und dass man den Teelichtofen so platziert, dass die kalte Luft draußen bleibt und man hier eine richtig schöne, gemütliche Atmosphäre herstellen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie man das nachbauen kann, wir machen noch eine richtig schöne Fotoanleitung. Die verlinken wir euch unten und dann könnt ihr das Ganze ganz einfach selber nachbauen. Viel Spaß dabei und einen schönen Tag noch. Ciao.